Hallo und willkommen bei einer Aufnahme Elite Dangerous. Der geneigte Zuschauer weiß ja schon, was Sache ist. Ich werde jetzt versuchen, innerhalb der noch mir verbleibenden halben Stunde dieses System hier zu Ende zu forschen. Und dann noch, ich glaube, zwei Sprünge sind es noch zu machen ins Zentrum des Kohlensacknebels. Und ich hoffe, dass ich das in der Zeit alles abgearbeitet kriege. Denn danach ist für mich angesagt Power, quasi Powerplay, aber nicht im Sinne des Updates. Also, na, schönes Wortspiel eigentlich. Habe ich jetzt quasi versaut, dadurch, dass ich darauf aufmerksam mache. Also, ich muss ja dann zurück in bewohntes Gebiet, das hatte ich ja angesagt. Und deshalb muss ich eine richtige Riesenspielrunde einlegen. Und ich würde die gerne eigentlich auch aufnehmen. Aber ich weiß nicht, mit wie vielen Planeten ich in den nächsten Systemen noch rechnen muss, ne? Das ist ja klar. Ich muss einfach gucken, dass ich das irgendwie auf die Reihe kriege. Ansonsten, wenn ich nicht mal bis ins Zentrum komme in dieser Folge, dann... Na, eigentlich wäre mir das schon lieber. Auf jeden Fall werde ich dann versuchen, dass ich rechtzeitig zu Powerplay zurück bin und... Naja, für die Leute, die sich die Rückflug-Special-Folgen dann angucken wollen, da schicke ich schon mal voraus jetzt, wie das ungefähr ablaufen wird. Da werde ich auch zurückfliegen und auch möglichst viel mitscannen. Aber sagen wir mal, ich nehme mir mal ein Limit von 5000 Lichtsekunden oder so, damit ich nicht ewig brauche. Vielleicht auch 10.000, mal gucken. Aber jetzt keine Viertelstunde Flüge mehr, wo irgendwie ein einzelner Stern noch 150.000 Lichtsekunden weg ist. Das muss nicht sein. Stattdessen werde ich versuchen, möglichst schnell vorwärts zu kommen und eben das bewohnte Gebiet wieder zu erreichen. Und weil das ja quasi dann... Also ich werde das mal gucken, wie ich das schneide. Huch. Aber ich schätze, ich mache das so als eine große Folge, die ich auf mehrere Teile aufspalte. Also quasi so wie meine früheren Aufnahmen. Und ich werde zwischendurch auch auf jeden Fall mal Pausen machen. Einfach, naja, was zu trinken oder wenn ich Hunger kriege oder so. Die menschlichen... Bedürfnisse quasi. Und werde einfach mal schauen, wie das dann, ob ich das noch schaffe, das alles mitzunehmen. Aber ich hoffe einfach mal, dass mein Plan soweit erfolgreich ist, als dass uns das viel Geld einbringt. Das wäre ja schon mal was, ne? So, hätten wir hier gleich schon mal einen Teil fertig. Da haben wir auch schon mal das Folgentitelbild. Mal ohne Interface diesmal. Muss das immer so lange dauern? Das habe ich ja übrigens in den letzten paar Folgen öfter mal über dieses Verhältnis geredet, von wegen Einkommen pro Minute oder pro Stunde oder je nachdem, welchen Maßstab man da auch immer anlegen will. Also, wie, was am lukrativsten ist, weil ich da ja immer den Vergleich gemacht habe, Kopfgelder und Konfliktgebiete. Und jetzt versuche ich mal einzuschätzen, wie das beim Scannen eigentlich ist, weil... Naja, das ist ja doch sehr stark davon abhängt, was man für Systeme findet.
Und naja, wie ich mir schon öfter habe sagen lassen, sind gerade, wie sagt man, na, gerade sozusagen wettbewerbsorientierte Spieler, in egal welchem Spiel, sind geneigt, alles, was irgendwie zufällig ist, zu minimieren. Unter anderem deshalb, ich glaube, das ist ja auch schon mal für Leute, die unser Space Engineers Let's Play Together gucken, mit Mumi, das übrigens heute auch noch aufgenommen werden muss, also dafür werde ich die Daueraufnahme da sowieso unterbrechen müssen. Da haben wir uns ja auch schon mal über Warhammer unterhalten, das ist auch ein gutes Beispiel, das ist ja ein Würfelspiel. Und weil die Turnierspieler natürlich darauf bedacht sind, möglichst Sicherheiten zu haben, dass sie gewinnen und sich der Hersteller des Spiels dem langsam quasi beugt, sind die ganzen Sachen, die es gab, als ich damit angefangen habe, das zu spielen, die richtig cool waren, weil sie eben irgendwie zufällig waren und so, die sind weg. Was war das? Hier hat gerade irgendwas. War das mein Handy? Tatsache. Ja. Und ich finde sowas ja ganz furchtbar, weil, huch, der ist ein bisschen weit weg zum Scannen, weil ich so Zufallssachen eigentlich ganz cool finde und natürlich macht es das schwerer, sich darauf einzustellen. Aber andererseits gibt es auch mehr Abwechslung und kein Spiel ist wie das andere. Ne? Ich hasse das, wenn das Handy hier irgendwas will, während ich gerade aufnehme. Mensch, vor allem, weil dann immer das passiert. So, ich musste das mal kurz beantworten. Kennt ihr ja schon. Danke fürs doch noch fertig scannen. Boah, dieses Geruckel macht mir echt zu schaffen hier. Und ich wette, das hat überhaupt nichts mit meinem Rechner zu tun, der das Spiel wahrscheinlich mit links hinbekommt, sondern das liegt einzig und allein an den Servern. Aber naja, was soll man so groß erwarten? Wenn ich das richtig in Erinnerung habe, läuft ja Elite über die gleichen Server wie Amazon. Und ich wette, die sind doch zuweilen mal ganz schön beansprucht. Wobei ich noch nie den Eindruck hatte, dass irgendwas hier in dem Spiel gelaggt hätte. Ich habe mich neulich doch übrigens ein bisschen gewundert, da habe ich eine Top 50 Liste der besten Strategiespiele aller Zeiten gesehen. Ich weiß gar nicht mehr, wo die war. Ist auch egal, auf jeden Fall war ich doch etwas irritiert, dass sie Warcraft 3 irgendwie nur auf Platz 38 da gesetzt haben. Aber immerhin, Stronghold auf Platz 49. Da habe ich ja jetzt in letzter Zeit relativ viel von erzählt. Aber ich habe schon wieder vergessen, was auf Platz 1 war. Ich glaube Civilization 4. Dabei muss ich sagen, 5 mit DLCs bzw. Add-ons ist eigentlich auch ganz okay. 4 fand ich irgendwann, weiß nicht, 4 hatte sich irgendwann bei mir abgenutzt, aber ich hatte auch keine Erweiterungen dafür. Welch altmodische Bezeichnung, Erweiterung. Deutsch. So, haben wir noch die 4 und dann dürfte das auch schon gewesen sein, wenn ich mich nicht irre, ne?
Sonst sind da nur noch die Asteroidengürtel. Tatsache. Dann können wir ja schon mal kurz die Gelegenheit nutzen. Wenn man denn hier was sehen könnte, ne? Ich habe das Problem ja schon mehrfach erwähnt. Ach, da gucke ich mich gleich nach oben. Huch, sind wir jetzt drunter hergeflogen. Auch professionell. Nee, das war falsch. Ich dachte, ich könnte es mal über das bloße Auge regeln, ne? Aber... So, haben wir es ja gleich geschafft. Kann sich nur noch um Stunden handeln. Yay! Und du kommst mir auch noch unter die Fittiche. So, ich halte hier einfach mal an. Boah, wenn man hier was sehen könnte. Aber gut, das heißt ja nicht aus Spaß die Dark Region. Da ist doch das System, zu dem ich eigentlich wollte. CQYD68866. Egal, interessiert keinen. Zahlen. Da wollen wir hin. Und schon wieder spinnt der Computer beim Zählen. Knarz. So, bitte ein kleines System. Bitte ein klitzekleines, niedliches, eine Sonne und sonst nichts System vielleicht mal wieder. Ja, das sieht doch zumindest machbar aus. Aber natürlich ist die eine wieder ewig weit weg. Aber egal, kriegen wir auch hin. Ist das etwa ein Tauri-Star? Tatsache. Das ist ja blöd. Na komm, aber das System hier können wir auch noch mitnehmen. X. Schließlich ist das ja noch nicht die Langaufnahme. Komm schon. Während wir allerdings darauf zuhalten, kann ich ja schon mal gucken. Es scheinen noch zwei Sprünge zu sein. Dann hoffe ich mal, dass uns da nicht allzu viel erwartet. Was sagt denn hier unsere System Map? Auch schon alles entdeckt. Ja, schade. Ich will doch auch nur zu den coolen Kids gehören. Menno. Lassen wir uns doch mal nicht die Sicht einschränken hier.
Verschwindet das eigentlich irgendwann? Nur das linke. So, hätten wir das schon mal geschafft. Und ich hoffe, der Scan wird schnell fertig. Dann können wir nämlich abdrehen und die Geschwindigkeit, die wir gerade drauf haben, eventuell noch ein bisschen mitnehmen. Dann sind wir schneller bei dem ewig weit entfernten Ding. Wobei ich ja eigentlich auch noch irgendwo tanken muss, aber nicht zwangsläufig. Das kriegen wir schon irgendwo anders hin. Außerdem ist das bestimmt eh wieder irgend so ein... Das ist auch so ein kaputter Stern. Diesem Spiel würde übrigens eine Sache echt gut tun, so eine Enzyklopädie. So à la Sith-Wiki oder... Bei Stronghold gibt es das ja auch, also da merkt man schon wieder, was ich gerade spiele. Einfach so eine Hilfe, die quasi sowas erklärt. Also ich bin jetzt nicht so astronomisch veranlagt, dass ich weiß, was man unter einem Theta-Tauri-Stern versteht. Mal gucken, ob mir das Internet weiterhelfen kann. Google ist dein Freund. Suchen wir einfach mal T-Tauri. T-Tauri-Stern. Wikipedia. T-Tauri-Sterne sind junge Sterne in einem Alter von weniger als 1 Million Jahren. Bla bla bla. In ihren Kernen finden noch keine oder erst seit kurzem thermonukleare Reaktionen statt. Ein solcher Stern befindet sich noch nicht im hydrostatischen Gleichgewicht, wodurch sie zu mehr oder weniger heftigen Ausbrüchen neigen. Bla bla. Ah, witzig. T-Tauri-Sterne sind in der Regel im Inneren von dichten interstellaren Wolken neben jungen Sternen zu finden. Trotz ihrer frühen Entwicklungsphase sind diese leuchtkräftiger als Hauptreihensterne, die dieselbe Temperatur aufweisen. So, der Rest ist mir jetzt ziemlich wurscht. Da geht es dann um Astronomie, da habe ich jetzt nicht so die Ahnung von. Und da fällt mir jetzt gerade schon wieder die schöne Szene aus Big Bang Theory ein, wo Raj und Sheldon zusammenarbeiten und sich darüber streiten, ob Raj wirklich so hilfreich ist, wie er behauptet zu sein. Und dann sagt Raj, wir schauen uns hier dunkle Materie-Kollisionen an und das meiste davon findet im Weltraum statt und ich bin Astronom. Astro heißt schließlich Weltraum. Und Sheldon sagt, Astro heißt Stern. Und Sheldon Raj sagt wieder, wenn wir diesen Streit in meiner Muttersprache hätten, würde ich dir den Arsch aufreißen. Und er sagt dann, English is your native language. Wunderbar. Also was er auf Deutsch sagt, weiß ich nicht, weil ich zugeben muss, zusätzlich zu meiner Bevorzugung des O-Tons, was ja in manchen Kreisen schon als Avantgarde-Cineasmus bezeichnet wird, wie ich nur gestern gelernt habe, finde ich die deutsche Synchronstimme von Sheldon einfach so ätzend. Ich kann mir da nicht helfen. Ich kann die einfach nicht gut finden. Die ist so... Also während der O-Ton bei ihm rüberbringt, dass er sowohl einerseits dieses Ätzende halt auch hat und andererseits aber halt auch irgendwo ein menschliches Wesen mit Gefühlen ist, die er nur nicht so ausdrücken kann wie andere. Ich weiß nicht, die deutsche Stimme bringt leider nur das Ätzende rüber. Auch in den emotionaleren Szenen. Und das finde ich, das passt nicht, das stört. Das muss ich wirklich nicht haben, deshalb tue ich mir das auch nicht an. Aber jetzt ist das Spiel ja schon über ein halbes Jahr alt. Ich muss sagen, ich bin doch ganz zufrieden. Sowohl damit, dass ich relativ viel für den Premium-Beta-Key ausgegeben habe, als auch mit dem Spiel an sich. Ich weiß, ich mecker viel daran rum und sag hier und da, das könnte man noch verbessern. Oder das hätte mir so und so besser gefallen. Ich weise ja in dem Zusammenhang auch immer gern auf die Story hin, die ich gerne in solchen Spielen hätte, einfach damit man... Selbst wenn sie nur quasi ein verpacktes Tutorial ist,
Denn das würde so einem Spiel hier wirklich helfen, wenn man so zumindest ein bisschen Anhaltspunkte hätte. Denn versetzen wir uns mal, da kommt jetzt wieder das Stichwort Immersion, das habe ich schon lange nicht mehr gesagt. Versetzen wir uns kurz in die Lage des Piloten, den wir hier spielen. Der weiß ja quasi, was er da für ein Berufsleben einschlägt als Pilot und so. Und der weiß auch, das und das kann ich tun. Aber der Spieler weiß das ja nicht zwangsläufig. Und die Zeiten, wo man das Handbuch gelesen hat, sind längst vorbei. Das ist mir bei Elite wieder aufgefallen, also bei dem Ur-Elite, als ich diese kleine lustige Einspielung da gemacht habe für die 101. Folge. Oder war das doch in der 100. oder in der 51.? Ich bin mir gerade nicht sicher. In irgendeiner Folge habe ich ja dieses kleine Späßchen gemacht mit dem Ur-Elite. Und da musste ich halt erstmal das Handbuch lesen, um zu raffen, wie das funktioniert. Gucken, haben wir schon das 400. System erreicht eigentlich? Tatsache, das hier ist gerade genau System 400. Mach Sachen. Wer hätte gedacht, dass ich genau in dem Moment da drauf gucke? So, gib Stoff hier. Warum kann man das Schiff nicht auf Warp 10 upgraden? Dann müsste ich mir gar nicht so viel Mühe machen. Dann wäre ich einfach überall gleichzeitig und gut wäre. Oh, da habe ich noch eine Frage an euch in persönlichem Interesse quasi. Wenn ich hier sowas mache, so 7 Minuten geradeaus fliegen oder wie lange das jetzt dauert, guckt ihr euch das an oder spult ihr vor? Das ist natürlich eine Fangfrage, weil die Leute, die darauf kommentieren, die gucken das ja sowieso, sonst würden sie es nicht wissen, dass ich das gefragt habe. Es sei denn, sie springen nach vorne und gucken zufällig genau gerade an der Stelle, wo ich das sage. Aber ich habe vorhin nochmal so geguckt, ich habe ja immerhin meine knapp 20 treuen Zuschauer scheinbar. Zumindest so, wie ich das gesehen habe. So die letzten paar Folgen. Da freue ich mich. Und ich hoffe, ihr guckt gerne zu. So, jetzt muss ich mal kurz das mit Space Engineers hier klären. Boah, mein Stuhl regt mich so auf, ey. Der quietscht so, ich weiß nicht, ob man das hört. Also das Knarzen kommt ja noch quasi oben drauf. So. Hätten wir das auch geklärt. Ich finde es ja übrigens super, nachdem ich mir jetzt ja, wie glaube ich schon erwähnt, ein Heimkinosystem zugelegt habe, suche ich jetzt nach einem Fernseher, der da mithalten kann. Und ich habe festgestellt, dass diese wunderbare alte... wunderbare alte Faustregel gar nicht mehr gilt, von wegen, wie man den richtigen Sitzabstand zu seinem Fernseher bestimmt. Früher hat man ja gesagt, circa dreifache Höhe des Monitors, also des Bildschirms, ist die geeignete Sitzentfernung, habe ich auch da erst gelernt. Ich habe mich einfach immer so weit weggesetzt, dass ich alles gut sehen konnte. Und seit der HD-Revolution wäre das aber, könnte man sich auch ruhig näher dran setzen. Wichtig ist, dass man so weit weg sitzt, dass man alles scharf sehen kann, habe ich da jetzt gehört. Also das wäre im Normalfall quasi die, ich glaube, 1,5- bis 2-fache Bildschirmhöhe. Und deswegen hätte ja auch schlagartig das Interesse an Fernsehern über 40 Zoll zugenommen. Aber ich war neulich schon etwas schockiert. Ich frage mich, ob wirklich es Leute gibt, die sich Fernseher für 10.000 Euro kaufen, die zwar jetzt gerade voll top sind, aber die in einem halben Jahr den Preis schon, also die dann nur noch die Hälfte kosten, weil dann kann der Fernseher für den 5.000 Euro Neupreis auch 4K und 3D und hast du nicht gesehen, ne? Smart TV oder Internetanschluss kann man ja nennen, wie man will. Smart TV ist, glaube ich, die Eigenbezeichnung von Samsung dafür.
Apropos Samsung, was sagt man dazu? Sony zieht sich ja angeblich aus dem Fernseh- und dem Handymarkt zurück. Habe ich das schon erwähnt? Das kommt mir vor, als hätte ich... Also ich weiß, dass ich damit neulich schon mal mit jemandem drüber geredet habe, aber... ich weiß nicht, ob ich das hier schon erwähnt habe. Das wundert mich immer so. Muss ich schon wieder gehen. So, gleich haben wir es geschafft. Das ging doch jetzt verhältnismäßig flott. Gibt es hier eigentlich eine maximale Höchstgeschwindigkeit? Die Frage wurde es ja schon öfter gestellt. Das ist leider schon fast die ganze Folge rum. Das ist ja blöd. Ich wollte doch eigentlich gerne noch da ankommen. Aber wahrscheinlich kommt jetzt ein System mit 50 Planeten und Monden, die alle über 500.000 Lichtsekunden verstreut sind. Na, was sagt die Karte? Das geht ja sogar theoretisch noch. Wenn die nicht alle so weit auseinander wären. Ist das auch ein... Das ist auch so ein blöder Mistkackstern. Wisst ihr was? Ich habe ja versprochen, dass wir in der Folge noch im Zentrum in unserem Zielsystem da ankommen. In dem nächsten müsste das ja dann schon sein. Deshalb werde ich jetzt einfach schnell, wie neulich schon mal, offscreen darüber fliegen und hoffen, dass die andere Sonne auch da ist. Und ja, gut, ein Glück immerhin, das tun sie uns nicht an. Also ich werde mal kurz offscreen darüber fliegen und wir werden auf jeden Fall in dieser Folge noch in das andere System fliegen und das zu Ende scannen. Ist mir scheißegal, ob die dann 40 Minuten geht oder nicht, aber ich stoppe hier mal kurz den Timer. So, und wir sehen uns dann gleich wieder. Und ich verabschiede mich bis gleich und ja, ist ja nur für euch ein kleiner Moment. Also wünscht mir posthum nicht zu viel Langeweile beim Geradeausfliegen. Bis gleich! So, da sind wir auch wieder zurück. Bin jetzt den Sternen näher gekommen und wollte mich geschickt so platzieren, dass ich beide nacheinander abscannen kann. Ich habe jetzt auch mal die Uhr einfach liegen lassen. Mir völlig Wumpe, wir werden jetzt noch diese beiden Sternchen scannen und dann rüberspringen. Das System wird dann auch noch gescannt und dann geht's in die Spezialaufnahme mit Scharf. So, ich fürchte, dass wir bald zu weit weg von dem sein könnten, deswegen mal kurz ein kleiner Looping. Ehe wir den nicht mehr scannen können. Und dann drehen wir mal um. Ja, du schaffst es. Ich nehme einfach mal stark an, dass das auch ein Tauri-Stern ist. Ich bin immer versucht, das so wie bei Stargate auszusprechen. Ja, gut, dann mache ich mir jetzt keinen Vorwurf, dass ich da nicht versucht habe, aufzutanken. Ja, da müssen wir jetzt noch zu dem da hinten. Hiermit schlage ich ihn zum Ritter von hinten. Wenn ich übrigens so an Traumschiff Surprise denke, denke ich mir, ist ja schon irgendwie traurig, dass es zwar möglich ist, genug Budget aufzubringen in Deutschland, um eine so anspruchsvolle Science-Fiction-Sequenz zu drehen, wie dieser ganze Mittelteil da, oder naja, sagen wir mal das Ende des ersten Drittels mit den ganzen Raumschiffen und so, diese kleine Raumschlacht, die zum Glück überhaupt nicht inspiriert ist von Episode 6. Aber auf jeden Fall... schade, dass es möglich ist, das zu filmen, aber es kaum einer, also es nie einer macht.
Na, geht doch. Schön. Mal wieder ein toller Bug. Na, noch haben wir ja genug Zeit. Ist auch ein Tauri-Stern. Na, dann werden wir hier nicht mehr tanken können. Aber dann ist es jetzt endlich soweit. Wir haben unser Ziel erreicht gleich. Wir müssen nur noch diesen Sprung schaffen und dann hoffen, dass wir da Treibstoff finden. Sonst wird es ein sehr kurzer Rückflug. 4, 3, 2, 1, engage. Aber wir sind da, wo wir hin wollten. Zumindest mehr oder weniger. Natürlich habe ich nicht von Anfang an gesagt, das ist das Ziel. Aber ich hatte es mir vor einer Weile mal auserkoren. Und es gibt hier tatsächlich nichts, oder ist das jetzt nur wieder ein Hänger gewesen? Manchmal klappt das ja nicht, wenn man das direkt nach dem Reinspringen macht. Nein, es gibt hier tatsächlich nichts und man kann hier sogar auftanken. Dann werden wir jetzt noch schauen, ob uns das Glück vergönnt ist, hier der Erste gewesen zu sein. Nein. Oh. Naja, aber dann müssen wir hier auch nicht lange scannen und ich werde jetzt noch hier zu Ende auftanken. Aber ich kann ja, damit muss ich euch ja jetzt nicht mehr langweilen. Ich würde einfach sagen, schön, dass wir es bis hierhin geschafft haben. Cool, hier wird das Schiff gar nicht wirklich viel heißer. Wollte ich gerade sagen, dann wird es natürlich heißer. Mal kurz eine geharnischte Wende einlegen. Geharnischt ist auch ein sehr schönes Wort übrigens. Ich stehe auf so altmodische Sprache. Wie man sie früher in lustigen Taschenbüchern gelesen hat. Was ich auf jeden Fall noch machen wollte, um mal zu sehen, wo wir sind. Einfach mal Sol markieren. 500 Lichtjahre entfernt. Das werde ich gleich mal noch etwas verdeutlichen, aber erstmal müssen wir zu Ende tanken. Ich wollte mal gucken, wie der Anblick... Oh, das sieht cool aus. Fuel scooping. Wie der Anblick von hier auf den Nebel ist. Ich glaube, ich nehme das lieber als Folgentitelbild. Eine Sonneneruption hat man nicht so oft. So, jetzt mach hinne hier. Das sieht schon cool aus. Also ich finde ja generell, was sie mit den Sternen so geleistet haben, ist ziemlich geil geworden. Auch wenn ich natürlich nie wissen kann, ob sie wirklich so, ob das wirklich so aussieht. Was habe ich jetzt gedrückt? Fuel skip disengaged. Ach, offensichtlich ist das die Dingstaste dafür. So. Zweiter Versuch. Ich wollte das ja eigentlich auswählen. So, mal gucken. Wie ist denn der Blick heute aufs Sol-System? Ah, tatsächlich. Genau das wollte ich nämlich rausfinden, wie das in dem Nebel hier so ist. Wenn man nämlich, Anmerkungen auf wikipedia.de, lesen kann, dass der Nebel von hier aus aussieht wie ein Schmutzfleck, dann wollte ich wissen, ob man von hier aus denn die Sonne sehen kann. Aber anscheinend nicht. Jetzt weiß ich gerade nicht, das will ich noch schnell einbauen. Der hellste Stern am Firmament bei uns ist doch der Polarstern, wenn ich mich nicht irre, ne? Jetzt weiß ich nur nicht, wie der heißt. Außer Polarstern halt. Mal gucken, ob man den von hier aus sehen kann. Wo ist der denn und wie heißt der denn? Ursae Minoris. Mal gucken, ob man den hier finden kann.
Vielleicht nur Ursae Minoris? Überhaupt irgendwas mit Ursae? Ist da vielleicht noch einen anderen Namen für? Nee. Das ist ja blöd. Naja. Schauen wir doch mal, ob wir vielleicht von hier aus was anderes sehen können. Und zwar den Riesenstern. Der ist zwar ganz woanders, aber gucken, ob der genug Leuchtkraft besitzt, um den von hier aus sehen zu können. Ich will einfach nur mal gucken, wie stark der Nebel sozusagen ist. Auch der ist nicht erkennbar. Oh, wieso kann ich denn da nicht hinspringen? Und wie hieß nochmal dieser andere? Gibt's hier den? Heißt der hier so? Nee. Gleich nach dem alten Namen. Den gibt's hier, aha. Tatsächlich einer der wenigen Sterne innerhalb einer Konstellation, die ich kenne. Ich weiß zwar nicht, wie man das jetzt von hier aus hinkriegt, dass diese Konstellation zu erkennen ist, aber... Das sieht gut aus, oder? Huch. Naja, eigentlich nicht, aber das wäre ein Teil des Orion-Gürtels. Aber egal, bevor ich jetzt weiter sinnlos rumsuche, werden wir mal... Ach, das hätte ich ja auch noch gerade machen können. Werden wir mal schauen, ob ich dahin einen Kurs setzen kann. Tatsächlich. Na. Gucken, ab wann wir da wieder in bewohntem Gebiet ankämen. Hier offensichtlich. Kitani. Gut, dann wird das mein Ziel sein. 330 Lichtjahre müssen wir da überbrücken. Das sind ziemlich viele Sprünge. 23, um genau zu sein. Und das wird unsere Aufgabe in dem nächsten... in der Special-Folge. Gut, dann verabschiede ich mich hier erstmal. Für die Leute, die das Special nicht gucken wollen, sage ich dann, wir sehen uns in der ersten Powerplay-Folge wieder. Und sage an dieser Stelle erstmal bis dann. Und natürlich danke fürs Zusehen. Tschüss!